easy, sondern halt einfach zu verstehen, aber halt vom Aufbau und alles, was da die ganzen Wirtschaftszusammenhänge sind, schon etwas komplexer, als man denkt. Ich spiele dann so, ich muss halt so eine Burg verteidigen und dann geht's halt irgendwann mal später gegen den Wolf. Das ist so der Endgegner von allen Gegnern bei Stone Cold. Ich sag Okay. jetzt keins, ne? Das ist der stärkste auf jeden Fall. Der sitzt immer Schwertkämpfer ein. Das sind so die stärksten Einheiten in Stone Cold. Da gibt's eine epische, auch Stone Cold immer, muss ich immer sagen, Musik spielt immer eine Rolle dabei bei solchen Momenten. Und da war auch die Musik so ziemlich episch. Ich kann das, ich finde das auf YouTube, weiß ich noch, wo die ist. Kann ich euch noch zuschicken, wenn ihr wollt. Aber ich glaube, das lasse ich jetzt Okay. erstmal. Soll ich das jetzt schon schicken, oder? Nee, erzähl mal, fertig. Erzähl jetzt mal weiter. Auf jeden Fall kommt dann diese Musik, so eine Art Chor singt da und so, ha, ha, und so. Und irgendwie so diese mittelalterlichen Klänge und alles ziemlich als so richtig episch. Und ich muss halt die Burg verteidigen und dann kommt so eine Armada von Schwertkämpfern und dann Katapulten und boah, das ist so ein riesiges Schlachtfeld war das gewesen. Und ich denke so, boah, sieht das geil aus. Und sehe nur alles voller Feuerpfeile und Steine und fliegende Kühe und so. Oh, Mega geil. oh, guck mal, eine Ja, Kuh man kann fliegt. Kühe benutzen zum Katapultieren. Na ja, okay. Also, Kühe fliegen erinnert mich gerade irgendwie an einen Tornado. Ja, das Einzige, was mit Kühe und so Tornado zusammen verbinden kann, ist bei SimCity 4, glaube ich, beim Intro, aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht. Naja, wenn ein Tornado ist, die Kühe rennen ja nicht weg, wenn der Tornado kommt. Dazu sind sie halt so faul. Das heißt, jetzt haben wir viel zu tun. Naja, ich finde auf jeden Fall ziemlich geil, wie alles um mich zerstört wurde und die ganzen Schwertkämpfer. Ich habe trotzdem noch irgendwie dann gewonnen mit ein paar Bogenschützen noch auf mein Burgding, Bergfried, mit meinem Nord halt noch und war schon echt ziemlich geil. Ich denk so, Weltuntergang, weil das einfach ganze Burg war von mir im Ziel. Ich hatte so eine Mini-Burg gehabt und die ganze Karte voller Gegner, so mindestens 1000 Stück und alle auf einmal und alles drum und dran und ich sag so, boah, ist das geil gemacht und ja, das war auch so ein epischer Spielmoment. Ja, noch zum Nachreichen, zum Beispiel auch Fable 2 und Fable 3 ist zwar nicht von der Geschichte jetzt so die übertiefgründigen Spiele, aber habe ich auch trotzdem gern durchgespielt. Auch noch zwei Spiele, die ich gern mag, jetzt nicht so von. Ich kann mich jetzt zumindest nicht direkt an einen Moment erinnern, aber generell finde ich die auch ganz toll. Okay. Habt ihr sonst noch was? Ich bin gerade am Rattern, am Rattern. Das hört sich schon fast an wie eine kaputte Festplatte. Rrrr. Ja, das ist dann mein PC, ne? Ist doch wahr. Ja, wir können auch nichts für deinen PC. Ich aber. Du, aber ich. Ja. Mir fällt gerade wirklich nichts ein. Ich muss gerade überlegen, Homefront habe ich ja, wie gesagt, durchgesehen, aber mir fällt gerade da kein epischer Spielmoment ein, auch wenn es wirklich doch emotionalen Spielmoment gibt es ja bei Homefront. Ziemlich am Anfang. Homefront war ja kurz, glaube ich, habe ich mal gelesen. Ja, und ja, war kurz und ich habe am Anfang, ich habe es am einen Tag auch durchgesehen, so ein paar, so 10, 11 Parts oder so, weiß ich jetzt nicht mehr. Und habe das halt dann gesehen und der Anfang war ziemlich brutal, muss ich schon sagen. Man sitzt da im Bus und man sieht halt wie, ich weiß nicht, Benny, ob du das gesehen hast schon, müsstest du eigentlich. Ja, das ist die Singleplayer-Kommando hier, ja. Das ist ziemlich brutal gemacht. Also du siehst halt, fährst durch mit dem Bus halt durch die Stadt und siehst dann rechts, links und rechts halt irgendwie Leute, die werden von den Invasoren, sag ich mal, gepeinigt, geschlagen, gefoltert, erschossen. Und dann gibt's halt diesen einen Moment, wo halt die Familie, also die so Mutter und Vater oder was auch immer halt da in einer Hauswand stehen und das Kind sieht zu, wie seine Eltern erschossen werden und das Kind läuft dann halt flennend wirklich zu diesen toten Eltern und es war so, boah, richtig fies gemacht. Richtig fies gemacht. Und dann denke ich so, ich muss unbedingt aussteigen und diesen Invasor mal auf den Deckel geben, ey. Boah. Aussteigen, zurücklaufen, Fresse drehen, fertig. Ja, also ich fände das schon ziemlich Ja. gemein will. Ja. Das soll es ja anscheinend mehr so viele Szenen gegeben haben.
dass das Spiel ja nicht so für sanfte Gemüter ist. Deshalb ist es ja auch nee, ab 18. Das ist überhaupt nicht so, weil es ist echt, echt fies, muss ich schon sagen. Wenn du da alles zerfetzt und so. Ja. Wenn der Kopf fliegt, weißt du wieso, ne? Gegenüber vom Körper. Ja. Da ist auch so. Ja, gut. Habt ihr sonst noch was? David, hast du nicht irgendwas noch? Ich jetzt nicht mehr so, ich habe eh schon überlegt. Okay. Epischer Spiel. Können wir auch zur Release-Liste kommen? Ja, wollten wir gleich noch kommen. Okay. Okay, mach. Ich wollte eigentlich noch was auf einen zukommen mit Minecraft, aber dann ist er ja dann mach doch erstmal mit Minecraft. Das war dann hier bei der Aufnahme mit David, wo du gesprungen bist. Ah, ja. Springen. Das war auch sehr brutal. Erzähl du mal, David. Ja, ich weiß noch nicht, wie das jetzt hier reinpasst, aber. Ich wollte einmal dazu sagen, weil mir gerade nichts einfällt, aber es war immer noch wenigstens etwas Lustiges. Ein lustiger Spielemoment, ja. Es war ein sonniger Tag im lauschigen Minecraft-Land. Marco baute gerade einen Balkon, er hatte noch kein Geländer gebaut. Ich besuchte ihn, wollte mit meinen drei Leben runterspringen ins Wasser und tot. Und dann hast du gesagt vorher, dass wie das hier ein Sprungbrett, so damit du in Wasser reinplanschen kannst, sagst so, nee, und dann springst du und bist tot. Das war schon. War wohl ja. Wahrscheinlich zu flach das Wasser, ne? Ja. Ja, ich sag, spring doch nicht, und dann springt dann und denkt, ja, ist jetzt kein Pool gewesen. Soll auch gar nicht sein, soll doch nur Balkon werden. Ja, wenn du keine Warnschilder aufstellst. Ja, hab ich auch später Wasser gemacht. Das Wasser ist nur knöcheltief, ne? Ja, ich habe mir dann so ein Schild gemacht, oder was heißt Schild? Ich habe ein Kreuz gemacht, hier gestorben, New Vision, also David, gestorben durch Suizid, er hat sich selbst umgebracht. Ja, das steht immer noch. Okay. Okay, Release-Liste. Gut, Release-Liste. Schöne Spiele mit dabei. Ich glaube, ich fange heute mal mit dem besten Spiel an, was erscheint. Okay, bin ich gespannt, ob das wirklich so gut ist. Call of You. Ja, Call of You are the Cartel. Okay, mit der Call of Juarez-Serie habe ich mich noch nie befasst. Ich auch nicht. Ich kenn's da, gut, wir kennen's, aber ich habe da irgendwie jetzt noch keinen Bezug zu. Also es ist auf jeden Fall der dritte Teil der kompletten Serie. Und ist tatsächlich, spielt diesmal nicht mehr in der Vergangenheit, sondern ist jetzt nun Weitergang in die Gegenwart und sieht recht interessant aus. Dann noch so ungefähr sehr interessant Earth Defender Force Insect Armageddon. Das war doch so ein Insektenklopp-Teil. Mhm. Ja, kannst du weitermachen. Gut. Jetzt kommen wir zu den Spielen, die total unlogisch sind. Mahjong Cube 3D. Okay. Puzzle-Spiel. Ja, wer Mahjong kennt, weiß wieso. Ich kenn's. The Smurf Dance Party. Dance Party. Otto Medius Excellent. Was für ein Teil? Ja, Otto Medius Excellent. Otto? Ja, Otto. OTO Excellent. Der Titel ist komisch, es heißt aber so. Okay. Das nächste Spiel ist Limbo. Limbo? Limbo für die PlayStation 3. Wow. Das gibt's ja schon länger, also das ist ja ein Arcade-Titel für die Xbox 360 gewesen, das gibt's ja da schon länger. Mhm. Am 14. für die PlayStation 3 portiert. Okay. Dann haben wir noch Bastion. Bastion? Bastion, ja. Französisch. Ja. Dann haben wir noch Deadblock für die PlayStation 3. Gibt irgendwas noch für PC oder so?
Ja, als letztes. Say what fürs iPhone? Ja. Und als allerletztes PC-Spiel. PC-Spiel Supreme Ruler Codeware. Auf das haben wir gewartet. Auf das Spiel haben wir gewartet. Wirklich. Nicht. Ja, deswegen. Also wir sind eigentlich im Sommerloch der Spiele angekommen, ne? Wirklich. Merkt man So ja. wie irgendwie häufig. naja, letzte Woche war ein Sommerloch, diese Woche ist auch noch ein Sommerloch, bis 2 Wochen vor der Gamescom. Dann ist es schon wieder Starkverkehr. Okay. So. Habt ihr jetzt noch was, was ihr besprechen möchtet? Oder Ich sagen jetzt möchtet? nicht. Marco? Nope. Gut. Dann können wir eigentlich sagen, auf Wiedersehen, bis nächste Woche. Und nächste Woche gibt es eine neue Ausgabe und dann schauen wir mal, was wir da für Themen haben. In diesem Sinne, tschüss und auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss.